Hallo an das Kollektiv der Fische, meine Sorgenkinder Nummer 1. Wir machen hier eine kollektive Wochenaussicht. Das heißt, es kann nicht auf jeden zutreffen. Oh, hier kommt das große Glück für den ein oder anderen Fisch. Dementsprechend wird die Arbeit natürlich auch ein wenig einfacher. Und das Ganze kann hier mit einem Seelentier in Anführungszeichen zu tun haben. Einem guten Freund, einem Seelenpartner in Anführungszeichen. Jemand, mit dem du eine Verbindung hast. Generell eine sehr unterstützende Person. Wir haben die Mäßigkeit hier im Tarot. Ja, da geht es so ein bisschen um Ausgleich. Die Führung übernehmen, Dinge wieder stimmiger machen. Auch heißt es, Vergänglichkeit, deiner Vergänglichkeit zu stellen. Deine Vergangenheit zu stellen und dementsprechend auch wieder sich mit dieser zu versöhnen, um den Ausgleich, das rechte Maß zu finden. Wir haben die 7 der Münzen. Ja, generell heißt es hiermit Geduldsprobe, Verlässlichkeit, Ausdauer. Wie sehr bist du bereit, hier ausdauernd an deinen Projekten zu arbeiten? Egal, um welches Projekt es geht. Ob das nun ums Finanzielle geht oder auch darum geht, hier mit den 6 der Kelchen, dich an deine alten Träume zu erinnern und dementsprechend auch voranzugehen. Vielleicht heißt es auch einfach, dadurch, dass jetzt das große Glück mit der Sonne auch Energie reinkommt, dass du wieder mehr in die Verlässlichkeit reinkommst. Vielleicht auch dieser Unterstützung geschuldet. Ja, und wenn du dich hier an alte Träume erinnerst, dann ist es natürlich auch möglich, wieder in den Genuss reinzukommen. Ja, raus aus dem Stillstand. Die 4 der Schwerter sind hier rausgefallen. Ja, 4 der Schwerter ist nämlich so ein bisschen der Aufschub, der Stillstand. Kann auch per se nicht unbedingt schlecht sein, kann auch einfach bedeuten, dass hier erstmal so ein bisschen in die Besinnung reingegangen wird. Mit dem Ritter der Schwerter heißt es nämlich rein in den Konflikt, rein in die Auseinandersetzung. Das heißt, aufgrund dessen, dass hier Ausgleich geschaffen wird, ja, Dinge sich auflösen und begutachtet werden, kann es durchaus sein, dass es dann in den inneren Konflikt reingeht. Und mit den 2er Schwertern im Anschluss heißt es hier, ja, die Objektivität wieder zu gewinnen, Zweifel zu erkennen und dementsprechend diese Entscheidungsunfähigkeit aufzulösen. Gespräche sind wichtig, Diskussionen sind wichtig, aber mach dir auch deinen unbewussten Dingen mehr bewusst, was dich zum Beispiel daran hindert, hier vorwärts zu kommen. Ja? Hier kommt Energie rein, hier darf gearbeitet werden für deine Träume, für deine Sachen, deine Projekte, die du machen möchtest. Und natürlich heißt es dann auch dementsprechend Unterstützung anzunehmen, damit du einfach weiterkommst, mein lieber Fisch. Weil wir wissen ja, ihr bleibt gerne auf ein und demselben Standort. Wir haben hier Löwe, ja, passend zur Sonne. Löwe erste Dekade, Löwe im Sonneeinfluss. Nutze dein Durchhaltevermögen, bis du an deinem Ziel bist und darüber hinaus. Falschen Stolz solltest du allerdings beiseite legen, denn Hilfe kann notwendig sein. Ja, nochmal eine schöne Bestätigung dessen. Nimm Hilfe an. Schöne neue Woche.